Hallo und herzlich willkommen zum Airport Simulator 2013. Hier ist wieder euer Caminero. Ich möchte mit euch heute den Simulator mal anspielen, mal schauen, was in den Simulator so steckt. Zum Spiel kann ich sagen, ich spiele es mit Maus und Tastatur. Und ja, jetzt möchte ich mich nicht länger aufhalten und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen. So, wir sind jetzt hier im Menü. Hier hat man die Möglichkeit, ein Tutorial durchzulaufen, also Trainingsmissionen zu machen. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Ich fange jetzt als erstes mit der ersten Trainingsmission an. Lerne, wie die Getränke und Speisevorräte eines Flugzeugs mit Hilfe des Catering-Fahrzeugs wieder aufgefüllt werden. Das machen wir doch mal. Willkommen bei deinem ersten Training. In dieser Trainingseinheit wirst du lernen, wie das Catering-Fahrzeug zum Auffüllen der Lebensmittelbestände des Fahrzeugs eingesetzt wird. Ziel: Speisen und Getränkevorräte auffüllen. Gut, dann machen wir das mal. Hier kann ich jetzt sehen, mit welchem Fahrzeug ich dorthin fahren muss dann. Das ist hier das Fahrzeug. So, jetzt könnt ihr hier schon sehen, dass ich das Fahrzeug nur mit der Tastatur steuern kann. Und ich muss jetzt hier zu diesem Punkt hinfahren. Das machen wir jetzt gleich mal. Da können wir jetzt zum Beispiel auch mal das Fahrzeug von der Seite uns auch anschauen. So, dann fahren wir mal vor. Drücke die Leertaste, um das Fahrzeug in korrekter Weise zu positionieren und zu stabilisieren. Gut, dann machen wir das mal. Fahre die Laderampe nach oben, bis sie sich auf Höhe der Passagiertür befindet. Ich stelle nun die Verbindung zum Flugzeug her. Gut, machen wir das mal. Gute Arbeit. Du erhältst ein Catering-Fahrzeug für dein Unternehmen. Jawohl. Schauen wir uns jetzt mal das zweite Training an. Lerne, wie du die Fluggastbrücke verwendest. Gut, dann machen wir das mal. In dieser Trainingseinheit wirst du lernen, wie die Fluggastbrücke eingesetzt wird, um die Verbindung zwischen Terminal Gate und Flugzeug herzustellen. Ziel: Passagiere gehen an Bord des Flugzeugs. Okay. Hier muss ich wieder das Fahrzeug auswählen. Machen wir das mal. Und wie gehabt, die Richtungstasten, das passt schon. Ich habe jetzt gerade gesehen, unten wird so ein Bild angezeigt, da kann man es am besten sehen. Okay, das passt. So,
zwar, die Passagiere steigen jetzt ins Flugzeug ein. Gute Arbeit, du erhältst eine Fluggastbrücke für dein Unternehmen. Wunderbar. So, dann beim dritten Training lerne, wie ein Flugzeug mit Frachtgut beladen wird. Das machen wir jetzt auch mal gleich. On runway 7 and back taxi. Back taxi up to Charlie 8. In dieser Trainingseinheit wirst du lernen, wie Frachtlader und Frachttransporter zum Beladen des Flugzeugs eingesetzt werden. Ziel, die Maschine mit Fracht beladen. Gut. Hierzu muss ich mir jetzt wieder das Fahrzeug aussuchen, in dem Fall den Frachtlader. Der Frachtlader wird zum Be- und Entladen verwendet, wobei das Frachtgut von Frachttransporter transportiert wird. Okay. Hier muss ich auch wieder zu diesem angezeigten Punkt fahren. Drücke die Leertaste. Gut, machen wir das gleich mal. Der Frachttransporter ist mit Frachtgut beladen, das nun vom Frachtzentrum zum Flugzeug gebracht werden muss. Wähle den Frachttransporter mit einem Klick auf den Button auf der linken Seite aus. Okay. Steuere das Flughafenareal links an. Okay, ich muss jetzt praktisch mir die Fracht abholen und dann zum Flugzeug bringen. Das machen wir jetzt auch gleich. Positioniere den Frachttransporter in korrekter Weise, damit dieser mit der Fracht beladen werden kann. Okay. So, hier wird mir jetzt gezeigt, wie ich die Fracht aufladen kann. Ich klicke mal einfach mal hier die Fracht an und gehe auf Fertig. Transportiere das Frachtgut zum Flugzeug. Stelle das Fahrzeug nicht am Frachtlader ab. Fahrzeugstörung, okay. Ein bisschen ungewohnt, mit der Tastatur zu steuern. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich da irgendwie rumkomme. Oh, das wird knapp. Könnte aber hinhauen. Gut. Der Frachttransporter muss nun unmittelbar neben dem Frachtlader abgestellt werden. Okay. So, jetzt die Fracht wird nun an den Frachtlader übergeben. Drücke zum Beladen die Aufwärtspfeiltaste auf der Tastatur. Die Laderampe nach oben, bis sie sich auf der Höhe der Tür zum Frachtraum befindet. Okay. Gute Arbeit. Also hier bekomme ich jetzt auch wieder meinen Frachtlader für mein Unternehmen.
seinem vierten Training lerne ich jetzt, wie ich das Flugzeug mit Treibstoff betanken kann. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Das ist ganz interessant. In dieser Trainingseinheit wirst du lernen, wie das Tankfahrzeug zum Betanken des Flugzeugs eingesetzt wird. Ziel betanken, Gott. Jetzt muss ich mir das Tankfahrzeug wieder aussuchen. Kann ich euch jetzt auch mal ein bisschen von der Seite zeigen, wie das aussieht? So, dann fahren wir mal zum Auftanken. Da muss ich jetzt einen kleinen Bogen fahren, damit ich hinter das Brett. Okay, das passt. Fahre die Rampe nach oben, um die Hauptbetankungsvorrichtung erreichen zu können. Steuerung der Rampe. Okay. Verwende die Tasten, okay, um den Betankungsschlauch mit dem Treibstoffleitungssystem des Fahrzeugs zu verbinden. So, jetzt muss ich den Schlauch noch drehen. Schlauch jetzt auch. Hier oben könnt ihr schön sehen, die Prozentanzeige, da kann man sehen, jetzt ist er betankt. So, ich hoffe, euch hat der kurze Einblick in den Airport Simulator 2013 gefallen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir wie immer sehr gerne schreiben. Ich antworte sehr gern. Ihr könnt mich natürlich auch sehr gerne auf YouTube abonnieren. Würde ich mich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Gameplay wieder. Euer Caminero. Ciao, Leute.